Und ich habe Zugriff auf... Wow, der hat über 5 Millionen Abos auf YouTube. Nice. Ich habe Julian Bam gehackt. What? Okay, nachdenken. Was mache ich jetzt damit? Also ich könnte jetzt natürlich subtil einen Textpost machen, sodass es quasi gar nicht auffällt. Ein bisschen Werbung für mich machen. Oder Kryptowährung spenden anfordern für irgendein neues Projekt. Ich könnte ihn erpressen. Ich könnte ihm Bescheid geben. Vielleicht ist er ja dankbar und macht einen Shoutout oder sowas. Ich könnte auch ein Video hochladen, wo ich dann nach Spenden frage. So ein richtig gutes Deepfake. Oh, noch viel besser. Ich könnte sogar einfach alle Videos löschen und einen Livestream mit einem ein Jahr alten Video von Elon Musk reinpacken, damit ich allen zeigen kann, dass ich ein Scammer bin. Mega die gute Idee, dann warne ich nicht nur Julian Bam, sondern alle seine Fans, alle Elon Musk Fans und alle, die online sind. Krass, damit kann ich endlich den Morpheus arbeitslos machen. So, bevor wir zu den Themen kommen, kommen wir ganz kurz zu nächster Woche, Freitag und Samstag. Dort findet der nächste IT Career Summit, diesmal mit Check24 als Partner statt. Und auch dort gibt es wieder von mir eine Coding Challenge auf meinem Coding Challenge Interface, the-morpheus.cc, falls ihr es nicht kennt. Die sind wieder offen für alle von euch. Das heißt, es wird 3 Aufgaben in einer Sprache eurer Wahl geben, 3 Aufgaben in Java und 3 Aufgaben in PHP. Eventuell gibt es sogar noch eine ganz besondere Challenge, falls ihr ganz besonders krass drauf seid. Ihr habt Zeit am nächsten Freitag, also dem 29.04., von da ab, wo ihr den Link erhaltet, bis Samstag 23.59 Uhr, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Es wird also diesmal keinen Livestream von mir geben dazu. Zu gewinnen gibt es einen Backforce One Plus Gaming Chair, also genau so ein Teil wie das, auf dem ich gerade sitze, ist saubequem, deswegen mein Vorschlag. Und Platz 2 und 3 bekommen je ein Logitech Craft Keyboard und eine MX Master Maus. Platz 4 und 5 bekommen einen 50-Euro Gutschein und Platz 6 bis 8 einen 25-Euro Gutschein. Was aber noch viel besser ist, wir laden die, die besonders gut abschneiden, zu einem Vor-Ort-Termin bei Check24 in Frankfurt ein. Die haben nämlich, falls ihr das nicht mitbekommen habt, so wie ich, einfach mal soeben eine Bank gegründet und ja, brauchen natürlich dafür Entwickler. Besonders möchte ich hier aber hervorheben, dass sie explizit auch Quereinsteiger suchen und ein extra Programm zur Einarbeitung ihrer Mitarbeiter haben. So, und dieses Event findet am 14. Mai statt bei Check24 in Frankfurt, weil die eben besonders Wert auf ihre Unternehmenskultur legen und deswegen auch alle vor Ort sein wollen. Ihr lernt deren Office dort quasi schon mal kennen und den Fakt, dass wir dort alle, also ich auch, gemeinsam mit euch auf der Dachterrasse grillen, eine Gaming-Turnier planen, Tischkicker und Playstation vor Ort sind und sogar eine richtige Party mit DJ geplant ist, das sollte ich vielleicht auch kurz erwähnen. Kurzum, das wird richtig nice und ich habe wahnsinnig Bock drauf, euch mal persönlich kennenzulernen. Die, die jetzt nicht besonders gut mit der Coding Challenge abschneiden können, haben aber trotzdem noch eine Chance vorbeizukommen, indem sie sich einfach selbst bewerben. Dazu müsst ihr allerdings zumindest Lust haben, in die Nähe von Frankfurt zu ziehen oder vielleicht sogar schon dort wohnen. Die Bewerbung könnt ihr dann an die ITCS schicken und alles dazu und auch wie ihr an den Coding Challenges teilnehmen könnt, ist unten verlinkt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf das Event wie ich. So, starten wir doch heute mal anders. Wie wäre es mit einem kleinen Fun-Fact zu beginnen? Aber natürlich in den Hacking-News. Ihr kennt vermutlich alle die Software Zoom, mit der man so toll Meetings machen kann. Die haben etwas, das nennt sich ein Bug-Bounty-Programm. Das heißt, jeder Hacker da draußen darf einige spezielle Systeme bei Zoom angreifen. Falls man etwas an Sicherheitslücken findet, bekommt man Geld, abhängig davon, wie schlimm die gefundene Lücke ist. Zum Vergleich, eine richtig, richtig üble Lücke bei Google oder Apple bringt euch $50.000. Die sind aber wirklich sehr, sehr selten. Tja, nun kam eine Statistik raus, wonach Zoom im gesamten Jahr 2021 ca. 1,8 Millionen Dollar ausbezahlt hat an die Auftragshacker. 1,8 Millionen entsprechen bei Zoom wahrscheinlich mindestens dem Äquivalent von 60 ultrakritischen Lücken. Da sieht man mal, wie effektiv so ein Bug-Bounty-Programm ist. Aber nochmal eins, bevor wir richtig, richtig anfangen. Es war Patch Day mal wieder und bei Apple, Microsoft, Google,
bei eigentlich allen. Also gefixt wurden zum Beispiel bei Android 44 kritische Sicherheitslücken, Microsoft waren sogar nochmal deutlich mehr. Und ja, deswegen einmal ganz kurz meine Aufforderung an euch, bitte alle Systeme durchpatchen und nicht verschieben, bitte nicht. Auch einen dringenden Patch gab es für Nginx in der LDAP-Version. Das ist eine Software, mit der kann man Webseiten hosten und das wird auch wirklich häufig damit gemacht. Nginx ist einer der Marktführer. LDAP ist zwar nicht überall im Einsatz, aber eben doch manchmal. Dementsprechend gravierend war diese Lücke. Sie wurde zwar repariert, konnte aber eine gewisse Zeit lang von Hackern ausgenutzt werden. Ein konkretes Datenleck weiß man daher noch nicht so ganz, ob es das gab. Wir werden es wohl noch mitbekommen. Ein direktes Datenleck gab es allerdings ganz klassisch beim Legoland Günzburg. In deren Buchungsportal waren die gesamten Buchungen inklusive aller Kundendaten ohne Schutz, ohne irgendwas öffentlich einsehbar, weil, naja, die PDF-Dateien einfach jeder runterladen konnte. Legoland hat vor einem halben Jahr ein neues System eingeführt, sagen sie selbst, wodurch die Lücke entstanden ist. Gefunden hatte das ein Kunde von Legoland, der sich scheinbar etwas mit APIs auskennt und es direkt gemeldet hatte. Ziemlich ehrenhaft. Die Daten könnten gestohlen worden sein, daher, falls ihr in den letzten 7 Jahren dort mal wart, ihr kennt das Spiel. Mehr Phishing könnte kommen. Viel spannender ist aber sogar noch ein neuer Android-Banking-Trojaner. Also ein Trojaner, der es auf euer Online-Banking abgesehen hat. Dieser Trojaner zeigt dem Opfer an, dass der sich bei der Bank melden soll. Also es wird sogar die echte Telefonnummer der Bank angezeigt. Ruft das Opfer dort an, schaltet sich allerdings der Trojaner dazwischen und leitet den Anruf an die Angreifer weiter, wo die dann wiederum durch Social Engineering und klassische Scam Calls das Opfer dazu bringen, ihnen, also den Scammern, Geld zu überweisen. Passt daher also bitte auf, wem ihr Geld sendet oder wem ihr eure PIN sagt, am besten niemandem eure PIN sagen, vielleicht auch, falls ihr sowas habt, direkt zur Bank gehen und dann tatsächlich dort nachfragen. Ein weiterer massiver Leak betrifft Entwickler und damit auch Entwickler von Websites, die ihr vermutlich besucht. Die meisten Entwickler arbeiten mit etwas, das nennt sich Git. Das ist eine Codeverwaltung, wo man sehr leicht und sehr gut Code mit anderen teilen kann und auch mehrere andere Features hat. Nun ist dort aber auch echt alles nachvollziehbar, jede Änderung und die gesamte Vergangenheit bleibt erhalten. Das wird dann zum Problem, wenn man aus Versehen irgendwann mal Login-Daten, Tokens oder Keys dort hochlädt. Eine Gruppe an Forschern hat das nun analysiert und kommt zu 50.000 bis 100.000 betroffenen Nutzern, darunter auch Regierungen, Firmen und sehr große Open-Source-Projekte. Hat man diese Schlüssel, lässt sich damit sehr gut das vollständige System übernehmen. Checkt das also mal ganz kurz bitte nach, falls ihr betroffen seid, solltet ihr das natürlich ändern. Und bitte macht die alten Keys, wenn ihr sie mal gepusht habt, ungültig. Also nicht einfach austauschen oder irgendwie löschen, sondern wirklich ungültig machen, neue Schlüssel machen. Bitte. Und auch Atlassian, ein weiterer unfassbar wichtiger Hersteller für Tools für Entwickler, ist Opfer geworden. Allerdings kein Hack, sondern eher, wie haben sie es gesagt, schlechte Teamabsprache und ein kaputtes Skript. Als Resultat wurden dann die Daten von ca. 400 Kunden permanent gelöscht. Aus Versehen. Das sind aber leider recht große Entwicklerteams, die ohne die Daten einfach nicht weiterarbeiten können. Der Wiederherstellungsprozess ist aufwendig und erfordert sogar die Mitarbeit der Kunden. Selbst nach einer Woche war nur etwa die Hälfte der Teams wiederhergestellt und einsatzfähig und das, obwohl wirklich alles an Ressourcen da reingesteckt wurde. Unser beinahe Hack der Woche ist ein Angriff auf die Deutsche Windtechnik AG aus Bremen. Die sind als kritische Infrastruktur Opfer eines Angriffs geworden, also eines Hacks geworden, weshalb sie gezwungen waren, alle Rechner runterzufahren. Man geht zwar nicht davon aus, dass Windenergieanlagen selbst betroffen waren, aber sicher weiß man das leider nicht. So ein Ausfall hätte natürlich dann einen Stromausfall zur Folge und damit auch katastrophale Folgen für zum Beispiel Krankenhäuser, die dann nicht mehr konstant mit Strom versorgt werden könnten. Ja, ihr könnt euch denken, was da passiert ist. Unser Hack der Woche allerdings geht an ARK Invest, beziehungsweise die Hacker dahinter. Denn nicht nur, aber vor allem Julian Bams Konten auf Social Media wurden komplett übernommen. Julian Bam hatte und hat hoffentlich bald wieder einen Kanal mit über 5 Millionen Abonnenten. Auch sein Zweitkanal war von dem Hack betroffen.
Die Hacker haben alle Videos von dem Kanal restlos gelöscht und den Namen von Julian Bam auf Ark Invest gesetzt. Dadurch ist auch dann der Haken verschwunden. Anschließend gab es nur noch Inhalte zu dem Thema Krypto-Investments zu sehen. Teils wurde Elon Musk in einem gefakten Live-Interview eingeblendet. Hier eine ganz kurze Warnung, dass das auf jeden Fall Scam ist. Das Video mit Elon Musk stammte von CNET vom Juli 2021 ungefähr. An den Community-Beiträgen konnte man allerdings sehen, dass es wirklich der Kanal von Julian Bam ist. Und auf Twitter schreibt Julian, dass seine Konten trotz 3FA, nicht 2FA, 3FA übernommen wurden. Und ich glaube nicht, dass das ein Rechtschreibfehler ist. Deswegen möchte ich an der Stelle mal ganz kurz erklären, was 3FA bzw. was sogar 4FA ist. Wir kennen ja mittlerweile 2FA, aber fangen wir vorne an. Für echte Multifaktor-Authentifikation nutzt man viele verschiedene Kategorien gleichzeitig. Als erster Faktor nimmt man etwas, das man weiß, also zum Beispiel Passwort und Benutzernamen. Die kann ich beide wissen. Hierunter fallen aber auch Pins, denn die Kategorie ist, wie gesagt, einfach nur ich weiß das Ding. Ich kann es aber leider auch preisgeben. Wie gesagt, zum Beispiel durch Social Engineering mit Phishing-Mails. Das passiert leider sehr häufig. Deswegen gibt es die zweite Kategorie mit Faktor Besitzen. Das ist der zweite Faktor, den ihr dann zusätzlich zum Login noch eingeben müsst. Also ihr besitzt beispielsweise ein Smartphone, welches 2FA-Schlüssel enthält. Diese Tokens ändern sich aber, das heißt, ihr müsst jedes Mal neu nachlesen, alle 30 Sekunden. Hierunter fallen aber auch Security Keys, denn auch die besitzt ihr. Ihr steckt sie an und ihr drückt drauf und dann sind die Dinger da. Das könnt ihr nur machen, wenn ihr den Key besitzt. Sie sind allerdings schwerer zu stehlen als solche 30 Sekunden gültigen 2FA Keys. So, und der dritte Faktor ist ein sogenannter Inhärenzfaktor. Das sind zum Beispiel biometrische Faktoren der Benutzer. Das heißt, darunter fallen Retina- oder Iris-Scans, das ist eher selten, kommt aber vor. Darunter fällt aber auch ein Fingerabdruck, Apples Gesichtserkennung, Stimmerkennung und ja, das bezeichnet man dann als dritten Faktor. Man muss also beispielsweise den Finger auf diesen YubiKey hier drauflegen, also hier auf diesen Fingerabdrucksensor, damit man sich überhaupt einloggen kann. Ansonsten geht der YubiKey sozusagen gar nicht. Und was Julian nicht wusste, ziemlich sicher hatte er sogar noch einen vierten Faktor, also wahrscheinlich nicht mal 3FA, sondern 4FA, das macht nämlich Google standardmäßig. Der vierte Faktor ist der Standort. Der wird meist von Seiten von Google automatisch eingesetzt, ihr kriegt davon nicht mal was mit. Loggt ihr euch plötzlich von zum Beispiel China aus ein, okay, schlechtes Beispiel, von Amerika aus ein, werdet ihr euch neu anmelden müssen bei Google und YouTube. Wie kann es also sein, dass Julian Bam trotz diesen vier Faktoren trotzdem gehackt wurde? Es gibt einige wahrscheinliche Angriffe und einige nicht so wahrscheinliche. Unwahrscheinlich ist eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle bei Google und YouTube, mit der man seine Kanäle übernommen hat. Denn dann wären auch wahnsinnig viele andere Kanäle übernommen worden. Das hätte eigentlich alle betroffen. Auch SIM-Swapping, also das kurzzeitige Stehlen und Übernehmen der Handynummer, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, das ist ein starker Angriff gegen SMS-Authentifikation, reicht aber nicht für den Schutz aus, den ich vermute, dass Julian hatte. Viel wahrscheinlicher ist es, dass ihm das passiert ist, was auch CEO passiert ist und worüber ich schon eine Reaction erstellt habe. Ein Trojaner auf dem System. Klar, der kann auch keine Fingerabdrücke oder Security Key Tokens stehlen. Was er allerdings stehlen kann, sind Cookies. Das sind grundsätzlich nur Informationen, die im Browser gespeichert werden. Und dazu gehört auch der Session-Cookie, mit dem ihr euch einloggen könnt, beziehungsweise mit dem ihr eingeloggt bleiben könnt. Die sind ja durchaus einige Tage gültig. Setzt der Hacker diesen Session-Cookie auf seinen Geräten, ist er als Julian Bam eingeloggt. Klar, lange hält das nicht, denn sobald Julian seine Geräte wieder nutzt, wird der Hacker rausgeworfen. Aber passiert so etwas nachts zum Beispiel, wie eben hier und dann sogar noch an Ostern, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Julian das gar nicht mitkriegt. Da auch noch andere Kanäle von Julian übernommen wurden, unter anderem auch sein Facebook-Account, würde ich schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit stark hoch ist, dass es wirklich ein Trojaner war. Den vierten Faktor, den Standort, den konnten die Hacker vermutlich so umgehen, dass sie einfach jeglichen Verkehr, den sie quasi an YouTube geschickt haben, über Julian Bams Systeme geleitet haben. Also als wäre Julian Bams Rechner ein Proxy. So sieht es dann also für Google so aus, als wäre das im Netzwerk immer noch dieselbe Session, im selben Netzwerk, also dieselbe Person. Da fragt dann am Ende wirklich niemand mehr nach. Ich habe auch tatsächlich schon vor langer Zeit ein Video zu Session Hijacking gemacht. Das ist genau das, was hier passiert ist.
Empfehlung ist also hier ganz klar, alle Systeme sollten neu aufgesetzt werden. So übel, wie die Hacker es auf ihn hier wohl abgesehen hatten, kann man sogar jetzt davon noch ausgehen, dass das Ding immer noch in seinem lokalen Netzwerk irgendwo ist. Auch wenn ich nicht glaube, dass Julian hier zusieht, der wird gerade genug zu tun haben. Ihr könnt ihm und auch gerne den anderen Opfern des Hacks einfach Bescheid geben, dass sie sich melden können, wenn sie Hilfe brauchen. Das ist ja grundsätzlich so bei mir, das wisst ihr ja. Um aber das nochmal ganz kurz hier am Ende zu betonen, 2FA oder sogar 3FA oder sogar 4FA sind der beste Schutz für eure Konten. Klar, ein Trojaner ist eine fiese Sache, gegen die man sich noch zusätzlich absichern muss. Aber auch dazu mache ich bald noch ein paar Videos. Mittlerweile scheint Julian wieder Kontrolle über seine Kanäle zumindest teilweise zurückbekommen zu haben. Seinen alten Kanalnamen hat er nämlich schon wieder und damit auch den Haken. Doch nicht nur Julian Bam, sondern auch Taylor Swift, Justin Bieber, Harry Styles, Eminem und viele mehr wurden auf YouTube gehackt, zumindest kurzzeitig. Der Grund ist, dass sie selbst gar keinen Zugriff auf YouTube haben, sondern nur ein Konto bei Vevo. Bei Harry Styles hatte zum Beispiel der Hacker dann das Video, ich zitiere, "Speed is the best, hacked by @lospelaosbro on Twitter" hochgeladen. Der Account auf Twitter existiert zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch, wie soll man aber auch prüfen, ob er das wirklich war? Allerdings steht da "in scam we trust", das ist dann schon ein bisschen bedenklich. Vermutet wird, dass die Hacker durch Social Engineering in die Systeme von Vevo eingebrochen sind. Allerdings wollte Vevo bisher sich selbst nicht dazu äußern. Der Mensch ist halt dann doch irgendwann die größte Schwachstelle. Daher folgt mir gerne hier und auf meinen ganzen anderen Plattformen, um bei euch das Bewusstsein für die Security immer auf dem höchsten Niveau zu halten. Hier hätten die Musiker aber wahrscheinlich gar nichts dagegen machen können. Das lag, so wie es aussah, rein an Vevo selbst. Was noch viel wichtiger ist, es war nicht derselbe Angreifer, also mit ARK Invest hatte das hier in dem Fall nichts zu tun. Aber offensichtlich berühmte Persönlichkeiten momentan viel von Angriffen befallen. Im Cyberkrieg macht sich das FBI bemerkbar. Das US Department of Justice hat angekündigt, dass das FBI das Netzwerk Cyclops Blink ausgeschaltet hat. Cyclops Blink war ein modulares Botnet, also eine Sammlung an Geräten, welche einfach erweitert und bestückt werden konnte durch zum Beispiel neu gehackte Opfer. Die Hacker, also eine Gruppe namens Sandworm, konnte dann über mehrere gemeinsame Command and Control Server alle Geräte des Botnetzes, also alle Opfer des Hacks, fernsteuern. Da Sandworm als staatliche russische Hacker galten und man eine Gefahr für kritische Infrastruktur vermutete, hat nun das FBI sich komplett darauf konzentriert, die Malware eben von den Command and Control Servern, also die, die das Botnetz kontrollieren, runterzuwerfen, sodass die Bots selbst gar nicht mehr ansteuerbar waren für die Hacker. Und das hat laut dem Bericht auch sehr, sehr gut geklappt. Auch China ist wieder ordentlich, zumindest mutmaßlich, dabei. Eine Hackergruppe, die als staatliche chinesische Hacker bekannt sind, wurde von Forschern dabei ertappt, dass sie die indische Stromversorgung angegriffen haben. Die Netzwerke von mindestens 7 Zentren, die das Stromnetz verwalten, wurden hier übernommen. Bedenkt man aber, dass sich die Hacker nur auf den Norden von Indien konzentriert haben, also auf ein umstrittenes Gebiet an der Grenze des Himalaya, ist das schon ziemlich viel. Eigentlich alles, was da oben war, ist davon betroffen gewesen. Aber auch auf die Ukraine gab es selbstverständlich wieder einen ganzen Haufen Cyberangriffe. Unter anderem von der Hackergruppe Fancy Bear, die ihr vielleicht sogar schon aus meinen früheren Videos kennt. Sie werden mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung gebracht und wollten Medien und Regierungsbehörden in der Ukraine angreifen. Microsoft, in deren System das Ganze ablief, hat die Hacks allerdings vereitelt, indem sie den Internetverkehr in sogenannte Sinkholes fließen ließen, also einfach falsche Antworten zurückgegeben haben, weil sie erkannt haben, dass das halt Fake-Anfragen sind. Und auch die andere Seite hackt gewaltig. Das Hacker-Kollektiv NB65 hat laut Golem die russische Raumfahrtbehörde und deren Rundfunkanstalt gehackt. Mit der Ransomware, die Conti eigentlich immer einsetzt, und Conti wiederum hackt ja eigentlich pro-russisch, also quasi mit den eigenen Waffen geschlagen. Von der Rundfunkanstalt wurden an DDoS-Secrets ca. 780 GB veröffentlicht. Ich bin allerdings vorsichtig, denn NB65 hatte schon häufiger Hacks behauptet, die es da nicht gab. Und bislang konnte kaum jemand diese 780 GB überprüfen, deswegen mit Vorsicht genießen bitte.
Fahren wir fort mit den Darknet News. Das BKA hat den größten Darknet Marktplatz, den es gab, abgeschalten. Hydra Market oder Hydra Market hatte etwas mehr als 17 Millionen Kunden und mehr als 19.000 Verkäufer. Die Deals? Hauptsächlich Drogen, gestohlene Daten, gefälschte Ausweise oder andere Dokumente. Allein 2020 hat Hydra Market einen Umsatz von ca. 1,23 Milliarden Euro gehabt. Ja, Milliarden. Das zeigt doch eigentlich dringend auf, dass die aktuelle Drogenpolitik und die aktuelle Cybersecurity nicht wirklich effektiv sind, finde ich. Auch gegen gefälschte Dokumente könnte man mit Digitalisierung etwas mehr unternehmen. Unterschriften zum Beispiel sind so einfach fälschbar. Ein gutes Foto und ich habe eure Unterschrift und ich kann die unter so viele Dokumente packen, wie ich will. Ach ja, aber das sind alles Themen für sich. Wenn ihr da Lust drauf habt, sagt Bescheid, ihr wisst wohin damit. Aber auch Raid Forums, ein Forum für gestohlene Daten und Leaks, wurde vom Netz genommen. Diesmal von Europol. Das ist insofern ein bisschen problematisch, dass dort sehr viel geteilt wurde und man so leicht nachvollziehen konnte, wer wo was wann geleakt hat. Nun besteht die Befürchtung, dass man mehr unter der Hand verkauft und naja, dadurch eben Connections und Opfer vielleicht nicht so leicht aufgefunden werden können und dementsprechend können die Opfer auch nicht gewarnt werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie sinnvoll, einen riesigen Marktplatz für gestohlene Daten zu schließen, wenn man die Chance dazu hat. Okay, ein kleines bisschen Stretching, Auflockerung, vor allem für die Raser. Falls ihr im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Schwerin, das ist ein furchtbarer Name, geblitzt wurdet, Rasen war da nicht so das Problem, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Dort hat nämlich ein Hacker mit einer Ransomware die Systeme lahmgelegt, weswegen ca. 3000 Geblitzte einfach kein Knöllchen bekommen haben. Die Ransomware hatte nämlich von Mitte Oktober bis Ende 2021 dazu geführt, dass man keine Halteabfragen durchführen konnte. Gar keine. Und damit sind die Verbrechen einfach verjährt. Einige Systeme mussten während des Hacks sogar komplett runtergefahren werden und konnten gar nicht mehr benutzt werden. Unsere Space News der Woche gehen an Amazon. Amazon will jetzt auch ein eigenes Starlink haben. Das Projekt heißt Project Kuiper, für welches Amazon bereits 83 Raketenstarts gebucht hat. 83 Raketenstarts. Und soll für private Kunden wie auch für Unis, Unternehmen und Schulen verfügbar sein. Amazon als Internetbetreiber, dazu noch einen ganzen Haufen mehr Satelliten am Himmel. Ja, ich weiß irgendwie nicht, ob ich das so geil finden soll. Was meint ihr dazu? Der Fail der Woche geht aber an Meta. Ihr wisst ja alle, dass sich Google und Apple in deren Play- bzw. App-Stores ein ganz gutes Sümmchen an Provisionen einstecken, was dann auch schon mal zum Streit mit Epic Games geführt hatte. Wenn irgendwer dort was verkauft, muss er zum Beispiel an Apple satte 30% abdrücken. Das hatte Mark Zuckerberg vor kurzem noch kritisiert, das sei viel zu viel. Jetzt, nachdem die Entwickler in Metas VR-Welt Horizon Worlds endlich Produkte verkaufen können, möchte Meta aber umgerechnet 47,5% an Provisionen haben. Also erstmal 25% im Store von Horizon Worlds und 30% dann ohnehin noch an die Meta Quest, also eine Unterfirma von Facebook oder von Meta drauf. Das ist die Firma, die die VR-Brille herstellt. Wenn man das verrechnet, dann kommt man auf 47,5%, die jeder Entwickler zahlen muss oder jeder Verkäufer dort zahlen muss. Und das ist schon wirklich ordentlich. Da muss man sich doch dann schon fast nach anderen Stores umsehen. Huch. Damit kommen wir zum Fast-Fail der Woche. Nennen wir es heute mal die Macht-ein-Backup-News der Woche, okay? Hetzner, ein deutscher Serverbetreiber mit riesigen Rechenzentren, hatte leider ebenfalls einen Ausfall. Allerdings war kein Hack der Grund, sondern ein extrem seltener Fall, bei dem zwei Festplatten fast genau gleichzeitig ausgefallen sind. Und beim Wiederherstellen von einer dritten Festplatte ist die dritte Festplatte auch noch abgekratzt. Ups. Dadurch sind also insgesamt 1500 Snapshots, also Backups von Servern, dauerhaft verloren gegangen. Was soll ich euch sagen? Selbst bei drei Festplatten kommt es super selten mal vor, dass alles mal versagt und man Daten verliert. Selbst bei Profis passiert das offensichtlich. Also macht bitte ein Backup eurer Daten an mehreren Orten. Cloud,
euer PC, NAS, externe Festplatte, sucht euch mindestens 2 bitte davon aus und habt die Daten dort. Das würde ich euch mindestens empfehlen. Und damit geht's weiter mit den Politik-News. Oder sollte ich heute KI-News dazu sagen? In einem EU-Pilotprojekt soll eine sogenannte Hochrisiko-KI zur Strafverfolgung und im Bereich Gesundheit eingesetzt werden. Das sagt zumindest die Kommission dazu. Ja geil, da habe ich direkt Bock drauf. Die KI soll auf echten Datensätzen trainiert werden, das ist das große Problem. Das Ziel ist es, damit eine andere KI oder mehrere andere KIs zu validieren, also abzuklären, dass die auch wirklich das tun, was sie sollen. Das hohe Risiko kommt hier allerdings aus den Daten. Es wird nicht nach Namen oder Suchbegriffen gesucht, sondern es sollen Verhaltensmuster, zeitliche Zusammenhänge und Ähnliches von an Straftaten Unbeteiligten untersucht werden, bei Daten im Terabyte-Bereich. Genaueres ist allerdings noch nicht bekannt, da es bislang eigentlich nur eine Ausschreibung ist, aber huiuiui du, dass da mal nicht Kausalität mit Korrelation verwechselt wird. Hört sich ein bisschen an wie Skynet für mich, also das, was aus China da immer wieder rüberschwappt. Aber einen positiven Aspekt gibt es. Open Source soll der Vorzug gegeben werden. Na dann. Open Source bei KI, sollte man dazu sagen, ist nicht unbedingt so viel wert, denn man kann nicht wirklich nachvollziehen, was eine KI lernt, zumindest nicht ohne riesigen Aufwand. Und je nachdem, wenn man die Daten aufdeckt, also Open Source macht, dann kann man das nachvollziehen. Aber naja, solche sensiblen Daten kann man halt dann am Ende doch nicht Open Source machen. Also ist es bloß die KI und die ist ohne Daten ziemlich wertlos. Dazu kommt dann noch in einer separaten News die deutsche Medienaufsicht. Die hat auch Bock auf Überwachung. Eine KI soll nun Rechtsverstöße auf Social Media massenhaft aufklären. Diese KI scannt nach Extremismus, Volksverhetzung, Hakenkreuzen, Pornos oder Drogenverherrlichung, unter anderem natürlich vor allem aber auch auf Social Media. Und hat scheinbar in einem Jahr schon ca. 20.000 Verstöße entdeckt. Die sind dann in ein Ticketsystem gewandert, wo sie von armen Studenten und Juristen von Hand geprüft werden. 6.700 Verstöße sind wohl tatsächlich zur Anzeige gekommen, was doppelt so viel ist wie ohne KI. Also ohne KI waren es halt nur so 3,5 ungefähr oder sowas. Nun möchte die Landesmedienanstalt expandieren und das Ganze möchte man europäisch, also nicht nur in Deutschland, sondern halt ganz EU einsetzen. Was meint ihr dazu? Ist das gut oder seid ihr da eher skeptisch? Ähnliche Vorhaben sind aber auch übrigens beim FBI zu finden. Die haben nämlich gerade in einer nochmal anderen News 27 Millionen Dollar in eine Software gesteckt, die Social Media überwachen soll. Darunter fallen Twitter, Facebook, Insta, YouTube, LinkedIn, TikTok, V-Kontakt und natürlich Telegram. Die Plattform unter dem Namen BabelX hört auch, zumindest unter FBI, hört ihr auch auf Social Media Exploitation und nutzt damit öffentlich zugängliche Informationen, um halt auch sowas zu machen, Informationen zu generieren. Das heißt, vermutlich wird alles, was wir nun online stellen, auch vom FBI vollständig automatisch ausgewertet. Was für ein beruhigendes Gefühl. Eine weitere spannende Errungenschaft vor Gericht war eine Klage der Politikerin Renate Künast. Sie hat Facebook wegen Verbreitens von Memes mit Falschzitaten und Beleidigungen verklagt. Das Urteil ist nun, dass Facebook nicht nur einzelne Bilder bei Anfrage löschen muss, sondern selbstständig ähnliche Bilder, also Memes, die halt quasi gleich aussehen, ebenfalls herunternehmen muss. Vollkommen ohne einen separaten Antrag zur Entfernung. Das Urteil hat noch keinen Bestand, denn Meta könnte in Berufung gehen, aber die Chancen für Meta sehen da nicht allzu gut aus. Das kann tatsächlich diese ganze Urheberrechtsdebatte und vielleicht auch Uploadfilter nochmal ordentlich aufleben lassen. Kommen wir aber nochmal richtig zu den KI-News. Diesmal ist viel KI dabei, unterteilen wir das noch ein bisschen. Jetzt aber richtige KI im Medizinbereich. Und zwar, einige Forscher aus Hongkong haben Roboter entwickelt, die aus einer Art magnetischem Schleim sind. Das Ganze soll zu medizinischen Zwecken genutzt werden. Also ihr schluckt zum Beispiel diesen Schleim und über ein Magnetfeld kann der von außen dann gesteuert werden und verschluckt zum Beispiel irgendwelche giftigen Materialien, die euch anderweitig töten könnten und die ihr halt in euch habt. Ja, also kein Magen auspumpen mehr nach zu viel Alkohol. Leider ist auch der Schleim krass giftig, deswegen gab es eine Silikonschicht außenrum, die aber halt auch nicht so lange anhält. Also vielleicht dann doch lieber den Magen auspumpen, aber die
Entwicklung ist interessant. Wo wir aber gerade bei KI sind, kommen wir zum Fail der Woche. In Petstadt erprobt Rewe derzeit einen vollautonomen Supermarkt. Das heißt, ein Supermarkt ohne Mitarbeiter drin. Das an sich ist definitiv kein Fail, im Gegenteil, so könnte man Einkaufen vollständig revolutionieren. Der Fail ist eher die Gesetzeslage, die hier gegriffen hat, denn Supermärkte dürfen sonntags und feiertags nicht öffnen. Auch keine vollautonomen, weil Deutschland. Grund dafür ist, ich zitiere das Gesetz mal ganz kurz, Zitat: Bei der Festlegung der jeweiligen Öffnungszeiten ist die Zeit des Hauptgottesdienstes zu berücksichtigen. Von der Öffnung ausgenommen sind der erste Weihnachtsfeiertag sowie der Oster- und der Pfingstsonntag. Zitat Ende. Sollten wir für alle kirchlichen Feiertage einführen, finde ich. Also die christlichen, die muslimischen, die von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters aber bitte auch. Also auf einmal müssen Arbeitnehmer gar nicht mehr arbeiten. Huch! Vor unserem Bericht der Woche möchte ich mal ganz kurz noch eine Statistik der Woche mit euch teilen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo die ganzen beschlagnahmten Kryptowährungen vom BKA etc. hingehen? Ermittlungsbehörden nehmen ja Hacker oder Darknet-Dealer oft fest und die Verdienste sind eigentlich in Kryptowährungen. Die hessische Generalstaatsanwaltschaft hat nun genau solche Kryptos im Wert von 100 Millionen Euro wieder verkauft. Die Frage bleibt dann aber: Wann soll die Staatsanwaltschaft die Kryptos eigentlich verkaufen? Im Fall von drohendem Wertverlust darf sie das nämlich offiziell per Gesetz. Und das ist bei Kryptowährungen eigentlich irgendwie immer der Fall. Es kam allerdings auch schon vor, dass die Staatsanwaltschaft zu früh verkauft hatte und im Nachhinein natürlich viel mehr möglich gewesen wäre. Was eine interessante Lücke im Gesetz darstellt. Wer weiß, vielleicht kommt da bald mal ein rechtliches Update dazu. Der Bericht der Woche geht aber mal wieder an die Luca-App. Die bekommen ja fast kein Geld mehr durch den Staat, wollen aber ihre Millionen Nutzerdaten nun zu Geld machen. Sie wollen sich zu einer Art Bezahl-App für Restaurants und Kulturstätten wandeln. Mit ihren zahlreichen Sicherheitslücken in der Vergangenheit kann man sich das vielleicht zweimal überlegen. Nun haben die Macher der Luca-App allerdings dafür 30 Millionen Euro an Investitionskapital bekommen, unter anderem von Target Global, deren CEO Alexander Frolov bis letztes Jahr Chef eines russischen Stahlkonzerns war. Er zählt offiziell zu den russischen Oligarchen, wurde allerdings bislang noch nicht sanktioniert. Culture for Life, also die Macher der Luca-App, haben die Gespräche da schon im Januar abgeschlossen und sehen daher kein Problem darin. Aber ihr kennt ja ohnehin meine Meinung zur Luca-App. Schon seit Beginn der ganzen Luca-Fail-Geschichte. Wer die App jetzt noch hat, ist selber schuld. Und damit sind wir für dieses Mal auch schon wieder durch. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen für euch. Jetzt gerne einmal an dem Like-Button vorbei zum Abo-Button. Drückt bei dem Vorbeigehen und schaut euch auf jeden Fall mal den Link der ITCS an. Wie das Event eben mit Check24 genau abläuft. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich euch in Frankfurt persönlich kennenlernen darf. Bis bald. Ciao.